Der Termin war perfekt gewählt. Nachdem drückende, staubtrockene Hitze ganz Deutschland über Monate hinweg fest im Griff gehabt hatte, riefen vier Quad-Händler am 24., 25. und 26. August 2018 zum markenoffenen Quad-Treffen in den Offroad-Park Forstenforest. Die Stimmung war super, schließlich bot das Treffen eine tolle Gelegenheit, das eigene Krabbelzeug einmal wieder artgerecht zu bewegen. Obendrein konnten die aktuellen Fahrzeuge der wichtigsten Hersteller Offroad ausprobiert werden. Die Qualitäten des Supersport Side-by-Sides YXZ1000R von Yamaha stellten sogar die Rallye-Pilotinnen Jutta Kleinschmidt und Lina van de Mars unter Beweis. Sofern man überhaupt zu den Probefahrten kam, denn die Testfahrzeuge waren ständig im Einsatz. Weit mehr als 100 Probefahrten hat allein Polaris mit seinem brandneuen Side-by-Side-Fahrzeug General gemacht und auch beim Can-Am-Importeur BRP Germany war man ganz begeistert vom Interesse der Quad-Piloten auf dem Treffen in Forstenforest, wo das Tod-Team die beiden Mavericks XRS und XRC in Taxifahrten um den Parcours gescheucht hat. Für den Odys-Importeur Karcher stellte das Quad-Treffen eine willkommene Gelegenheit dar, die Marder 850 einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Karchermann Jörg Müller schwärmt von einem tollen Interesse an seinem ATV. Kein Wunder, denn nachdem sich das Fahrzeug ja bereits recht erfreulich im ATV- und Quad-Vergleichstest geschlagen hat, waren die Fahrer ganz begeistert, einmal selbst zu erleben, welchen Dampf der Zweizylinder entwickelt. Neben den Fahrzeugherstellern präsentierten sich auch die Zubehör- und Bekleidungsanbieter auf dem Quad-Treffen in Forstenforest. Am Rande der Händlermeile gab es ein Drag Race, bei dem Maxxis und CST als Image-Leader in Sachen Offroad-Bereifung zum Cocktail eingeladen haben. So war das Quad-Treffen in Forstenforest eine wirklich gute Veranstaltung für die Szene. Respekt auch vor den ausstellenden Händlern, für die es eine unglaubliche Leistung gewesen ist, diese Veranstaltung neben ihrem Tagesgeschäft zu organisieren. Immerhin haben sich die Anstrengungen gelohnt. Das Team von MotoKVismoor, Big Air Max, Motopoint und Motorradservice Hofmann hat rund 1300 Besucher und Teilnehmer gezählt, womit das Quad-Treffen in Forstenforest mittlerweile wohl das größte seiner Art in Deutschland ist.